Für die Feiertage braucht der Weihnachtsmann jede Menge Eiswürfel, um die Rentiere abzukühlen. Doch wie gefriert Wasser eigentlich am schnellsten? Wenn es heiß oder kalt ist. Er gießt etwas kaltes Wasser in zwei ineinander gestellte Joghurtbecher. Der äußere Becher ist mit einem schwarzen Klebestreifen gekennzeichnet. Dann kocht er Wasser in einem Wasserkocher. Vorsicht, an kochend heißem Wasser kann man sich verbrühen. Dieses Experiment am besten mit Hilfe von Erwachsenen durchführen und Wärmeschutzhandschuhe tragen. Und füllt es in zwei ineinander gestellte Joghurtbecher, die außen mit einem silbernen Klebestreifen markiert sind. Nun stellt er beide Becher schnell ins Gefrierfach seines Kühlschrankes und schaut sie nach etwa 2 Stunden wieder an. Was beobachtet er? A. Das heiße Wasser bildet eine glatte Eisoberfläche, das kalte eine wellige. B. Das kalte Wasser bildet eine glatte Eisoberfläche, das heiße eine wellige. C. Das heiße Wasser gefriert nicht, das kalte schon. D. Das heiße Wasser gefriert, das kalte nicht.